Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's euer Man. Heute mal wieder zu einer Runde Might. Und bevor wir hier ein bisschen was anschauen, ich wollte eigentlich so zeigen, was hier so abgeht und so. Aber nee, mein Plan hat sich geändert. Ich werde ein bisschen rumgriefen. Also nicht im Sinne von griefen, also nicht gegen die Regeln griefen. Also eigentlich wäre es gegen die Regeln, aber ich mach's, weil es mir gemacht wurde. Fairness ist fair, mir gehört das Projekt, ich darf entscheiden. Nein. Was ich jedenfalls noch sagen wollte, bevor wir anfangen, ich wollte mich entschuldigen für das scheiß Video vor 2 Tagen, also am Samstag kam, das kommt jetzt am Montag, also Montag, ich bin jetzt wieder in der Schule, wenn ihr dieses Video seht. Ziemlich scheiße, leider. Aber jedenfalls war es ziemlich scheiße, weil ihr mich 3-4 Mal gehört habt und ja, das konnten wir schlecht machen, zwar dann beim NES, war alles normal, war alles okay, war alles gechillt, aber halt bei der Minecraft Runde war es ein bisschen scheiße, ja, gebe ich zu, war nicht so geil und so, aber kann man nicht, ja, es ist halt gewesen, scheiße gewesen und Ende. Und übrigens, ich weiß nicht, ich habe es noch nie gesehen, glaube ich, also ich habe sie schon lange eigentlich, aber ich habe hier unten die Rocket Rise MK Pro und ja, ich hoffe, ihr hört sie jetzt nicht so laut, aber es sollte eigentlich gehen. Dann, ja, fangen wir mal an. Jo, hier sieht es. Jo, hier sieht es schon. Alles voll. Mit meinem Zeug noch alles voll und ich werde mal alle trollen in diesem Projekt, weil ich keine Ahnung habe von wem das ist, aber die haben sogar okay, denn das ist griefen, Leute, also wer das auch immer gemacht hat, ich könnte den jetzt eigentlich aus dem Projekt werfen. Also es sei der Pumpkin gewesen, dem gehört leider das Projekt auch, wie mir. Und ja, diese Person wird jedenfalls ziemlich hart am Arsch sein. Von mir aus, ich werde sie jetzt zurückgriefen, weil ich zu faul war zu schauen, wer es war. Jetzt werde ich einfach gegen griefen, weil, ja, ich möchte jetzt nicht ins Projekt werfen und bla bla. Also, wenn sich jemand irgendwie, ja. Oh, wo war ich? Keine Ahnung, jedenfalls, ich hab's vergessen, jedenfalls würde ich mal sagen, haben es die Leute lieber, sie werden zurückgegrieft, als dass sie vom Projekt fliegen. Ja, deswegen, Alter, mein Glowstone, okay. Ich werde aber zusätzlich trotzdem noch rausfinden, wer das war. Damit ich den zusätzlich bestrafen kann. Ich bestrafe jetzt ein bisschen so Neulinge. Weil ich nicht denke, dass es einer von uns war. Gehe ich einfach nicht. Konnte es sowieso nie da. Brumm, ist ein Wichser sowieso, aber... Und Pumpkin gehört auch das Projekt, also kann es eigentlich nur einer von den Neulingen sein gewesen sein, aber die haben Alter. Die haben einfach Lapis Lazuli Blöcke draus gemacht aus meinem Lapis Lazuli. Und ich habe mehr Öfen. Oh, danke. Wie auch immer das war. Da hat jemand. Okay, die Fleisch sind von mir, aber... Okay, ich muss schnell. Ich komme gerade nicht mehr auf mein Leben klar.
verstehe die nicht ganz. Ich nehme die Scheiße herzlichst entgegen, aber... So, warte hier... Ah ja, hier übrigens, ich habe eine ganze Dia-Rüstung, die ich noch verzaubern muss. Weil, ja, die habe ich gemacht. Jetzt hat jeder, so gut wie jeder, im Projekt eine Dia-Rüstung. Also der Fight wird ziemlich kurz sein, denke ich. Ach ja, und das, aber das habe ich ja schon gezeigt. Alter. Und ich werde mir noch mehr Tränke brauen. Okay, der kriegt richtig auf den Arsch, der Typ. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ganz und gar nicht. Okay. Erstmal ausrüsten. Der Typ wird jetzt gefickt. Hat sich noch mein Fressen geschnappt, ey. Okay. Sayonara. Und ich denke, es war Log. Der hier. Weil das bis hier nach drüben gegangen ist. Ja, bis fast zu seinem Haus. Ich hoffe, jetzt war kein Missverständnis. Wenn... Ja, tut's mir leid, Log. Aber du bist ein Wichser. Ich hoffe, jetzt war Log. Bitte, es war Log, ey. Eigentlich mag ich diesen Typ, ey. Also, jetzt, ja. Jetzt ist es so zu spät. Ich meine einfach, wissen... Der Typ geht klar voll. Deswegen bitte Salut gewesen sein. Ich möchte jetzt niemanden griffen, das nicht war. Vielleicht war es auch MC Miggy Place. Piggy Place meine ich. Sorry, Luke. Griff die Katze rum. Erstmal ein bisschen rumgrieven, also ich grieve bei beiden Neulingen. Nur nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich MC Miggy Place einfach so in Frieden lasse. Nee. Ich schau noch, welche Folge es war und werde mich bei dem Falschen entschuldigen. Und falls das noch nicht getan habe, werde ich es wieder aufräumen. Und ich werde dem natürlich noch ein paar ihrer Schadensdinger geben. So, also Entschuldigung. So, als es mir leid tut. So, ja, ne, ich verstehe, was ich meine, werde ich dem geben. Demjenigen, der es nicht war. Also, jetzt spreche ich von Diamanten. Weil, ja, es ist schon hart, Asi. Und, ach ja, hier seht ihr es übrigens schon, Luke hat schon ziemlich viel gebaut. Und wir gehen auch jetzt noch zu MC Piggy Place. Ich habe nämlich das Gefühl, dass es MC Piggy Place ist, auch wenn die Redstone-Spur hier hinführt. Ah, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es nicht, wer es war. Aber ich werde mich erkundigen. MC Piggy Place hätte auch noch dazu den größten... Oh, ich werde doch fast runtergesprungen. Hätte auch den größten, Grund. Es hätte natürlich niemanden Grund, aber er hätte den größeren als Luke. Also Luke hätte überhaupt keinen Grund. MC Piggy Place schon eher. Oh, ist das knapp, ey. Ich habe nämlich hier einen Block hingesetzt, ey. Scheiße, MC Piggy Place kann ich ja gar nicht so trollen. Ja, komm, Yolo. Sorry, MC Piggy Place, weil du es nicht warst. Ich werde mich bei dir entschuldigen. Falls du es nicht warst, natürlich. Wenn du es warst. Ja. Ja, ja. Also, sorry, MC Piggy Place, falls du es nicht warst. Ich hoffe jetzt, ich bestrafe dich nicht voll. Tja, aber wie schon gesagt, für die, die es nicht waren, die werde ich entschädigen. Ich
Scheiße. Okay, MC Picky Place war es anscheinend nicht. Okay, ich hoffe mal, er hat recht. Oh, Standbild. Okay, da war es wirklich Lob. Ja gut, dann tut es mir leid, Piggy Place. Dann habe ich den Feldstein gerade bestrafen wollen. Gut, wir sind jetzt im Gegnerteam. Ich hoffe, dass ich Blut nicht vergebens bestraft. Ich werde nachher schauen, Leute. Scheiße. Scheiße. Es ist doch richtig geschrieben, Melonenkerne. Oh, scheiße, ja, Großschreibung, achte nicht auf die Großschreibung. Und wir sehen können, MC Piggy Base, bau dir eine Melone. Okay, danke. Ich kaufe mir übrigens... Und das sind ja Rockplatten. Ich kaufe mir übrigens das rote NT1-Kit. Ich weiß nicht wann, zuerst kaufe ich mir eben den PC. Wisst ihr alle schon, in 4 Wochen, ja, ich weiß, es ist wisst, deswegen wollte ich es auch nicht sagen. Aber, jedenfalls habe ich jetzt Melonenkerne. Und, ja, ich weiß nicht wer... Nein! Ich bin so unfähiger Spast, ey! Ein Pumpkin ist eine Schlepe! Ach ja, das war vorhin übrigens meine Schwester, die hineinkam. Oh, halt deine Fresse, du Zombie, ey. Ah, oh, da muss ich ja auch noch zumachen. Ich soll doch eigentlich meine Türe weg. Frag ich mich gerade. Merkwürdig. Jetzt habe ich noch zu wenig Holz, willst du mein Sandel verirschen? Ich war nur dreimal das Eis, Alter! Beruhig dich. Mann. Ach ja, das... Ich weiß nicht, ich habe den Skin schon richtig gesehen, jedenfalls. Er ist noch nicht 100% fertig, aber... Danke schon mal jetzt, falls du das siehst, Konzo, für den Skin. Denn, ja, das finde ich ziemlich geil, dass ihr mir einen neuen Skin gemacht habt. Ihr habt es ja gesehen in der Dings... in der Smash-Runde, genau. Smash-Folge, meine ich. Habt ihr es ja gesehen, wie wir dies... Also, wie... Also, dass ich diesen neuen Skin habe. Und finde ich ihn ziemlich geil. Ich habe auch schon ein neues Profil... Bild für diesen Skin gemacht. Auf jeden Fall war es das für diese Folge, die ziemlich scheiße war. Luke, wenn du das wirklich warst, dann freu dich, dass ich dich nur gegrieft habe. Freu dich. Denn eigentlich griefen ist
die Bestrafung, ja, ist eigentlich ein Regelverstoß. Und ich zähle das jetzt als Streak. Aber ich habe gesagt, wenn es Luke nicht ist, werde ich ihn schädigen. Ja, also ich, Diamanten ist relativ blöd bei ihm, weil er schon sau viele Diamanten hat und keine mehr braucht, denke ich. Aber jedenfalls, falls du es nicht warst, Luke, sorry. Wir machen zusammen eine Folge, ich entschädige dich. Und der, das war. Also falls es Luke nicht war, war es entweder Pumpkin oder Broom. Und die sind dann ziemlich am Arsch. Ziemlich am Arsch. Ich habe übrigens meine Abbaumine benutzt. Die Schleimpen. Und dann muss man sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal, ihr Schleimpen.